meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Soulout und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Meine Lieben, heute möchte ich ein riesengroßes Touchpour mit euch machen. Vor mir liegt eine riesengroße Leinwand und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Gesagt, getan, meine Leinwand misst heute 80 x 60 cm. Und wie im Intro angekündigt, möchte ich heute ein schönes großes Touchpour mit euch machen. Ich habe schon drei meiner Lieblingsfarben vorbereitet, aber Schritt für Schritt, wir starten erst einmal mit unserer Basis. Ich habe mich heute für Titaniumweiß entschieden und die gebe ich jetzt erstmal großflächig auf meine Leinwand, um mir einen schönen Polster für unsere Farben zu schaffen. Meine Basisfarbe verteile ich heute mit einem Palettenmesser. Okay, meine Lieben, unsere Basis ist vorbereitet. Wir haben uns einen schönen Polster geschaffen, damit unsere Farben gleich schön fließen können. Wie im Intro angekündigt, habe ich drei meiner Lieblingsfarben vorbereitet. Wir arbeiten heute einmal mit Prussian Blue. Wir arbeiten mit Dunkelviolett. Und wir arbeiten mit Rotviolett. Ich habe uns noch etwas Gold abgemischt. Vielleicht werde ich an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Akzente schaffen. Das schaue ich mir aber dann im späteren Verlauf an. Meine Lieben, meine Farben sind im Verhältnis 1:1:1 mit Floetrol und Wasser gemischt. Also wenn ihr euch nicht ganz sicher seid fürs Touchpour, welche Konsistenz eure Farben haben sollen, ist das ein ganz guter Richtwert, an den ihr euch halten könnt. Selbstverständlich verlinke ich euch alle Farben, alle Materialien, die ich heute verwende, unten in der Infobox. Schaut gerne mal vorbei. Mein heutiges Ziel ist es, zwei Ranken zu schaffen, die sich in der Mitte treffen oder sich in der Mitte verschlingen. Mal schauen, ob mir das so gut gelingt. Ich beginne mit Prussian Blue und ungefähr in der Mitte meine Farbe aufzutragen. Ich glaube, nun bekommt ihr schon einen Eindruck, welche Form mein Dutch heute bekommen soll. Als nächstes trage ich mein geliebtes Dunkelviolett auf. Ich versuche erst einmal die Farben ein bisschen auszusparen. Nachtragen können wir immer und immer wieder. Das ist überhaupt kein Problem. Auch natürlich auf der Oberseite. Und die dritte Farbe, die ich einarbeite, ist Rotviolett. Wer meine Videos schon länger guckt, der weiß, ich liebe diese Farbe. Das ist so ein ganz toller, schöner, bäriger Ton. Okay, soweit, so gut. An dieser Stelle kann ich euch als Tipp geben, wenn ihr mit dunkleren Farben arbeitet, ist es immer super schön, wenn ihr eine helle Base schafft, weil einfach die Farben dadurch noch kräftiger sind und noch mehr leuchten im Endergebnis. Okay, ich möchte jetzt erst einmal starten. Ziel für mein heutiges Bild ist, dass ich mir oben links und unten rechts einen negativen Raum in Titanium Weiß erhalte. Also kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Ich schnapp mir meinen Haartrockner und beginne erst einmal meine obere Ranke auszublasen.
sind die Farben nicht toll miteinander. Nicht umsonst sind es meine absoluten Lieblingsfarben. Ich liebe diese Kombination. Okay, und ich glaube, ihr könnt jetzt auch schon sehen, wo die Reise hingehen soll. Meine obere Ranke habe ich nach oben ausgeblasen und meine untere Ranke werde ich nun nach unten blasen. Na, meine Lieben, was sagt ihr? Wir haben doch wirklich unseren großen Raum heute schön genutzt. Ich bin wirklich froh, dass ich mir meinen Negative Space oben und unten erhalten konnte. Und ich muss sagen, ich liebe diese Farben. Kommt mal gern ein Stück näher ran, dann zeige ich euch die Details. Uns ist heute gelungen, dass wir unsere beiden Ranken separiert lassen. Dennoch finde ich, es ist so ein schönes Gesamtspiel. Wie ihr gut erkennen könnt, sind uns alle unsere Farben erhalten geblieben. Ich finde, sie leuchten auf dem Titaniumweiß und wir haben hier so viele Details. Ganz kleine Zellen haben sich gebildet, nicht so viele, das wollte ich heute auch nicht. Und ich finde wirklich, dass wir heute ein tolles Dutch Pull geschaffen haben. Meine Lieben, habt ihr noch irgendwelche Fragen bezüglich dieser Technik? Ich weiß, es sieht oft im Internet oder am Fernsehen ganz einfach aus. Und wenn man dann selbst davor steht, klappt es irgendwie nicht so. Wenn dem so ist, zögert nicht und schreibt mir einen Kommentar. Ich werde euch immer gerne weiterhelfen. Und falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast und künftig nichts mehr verpassen möchtest, dann bitte ich dich doch, das jetzt ganz schnell nachzuholen. Für heute, meine Lieben, bedanke ich mich von Herzen fürs Einschalten. Und jetzt schauen wir uns noch einmal das getrocknete Ergebnis an. Was soll man sagen? Ich liebe es. Liebt ihr es auch? Dann zeigt es mir doch unbedingt mit einem Daumen nach oben. Ich freue mich aufs nächste Mal, meine Lieben. Macht's gut.